So Leute, wieder ganz besonderer Tag, Wiedersehen nach 3 Jahren. Philipp und Janine sind ja zwischenzeitlich zur Weltreise mal bei uns in Berlin vorbeigeschneit. Und wir nehmen jetzt einen kleinen Hook vorweg. Die beiden haben es mittlerweile geschafft, netto roundabout monatlich 15.000 Euro Einkommen zu haben. Die meisten glauben es jetzt wahrscheinlich wieder nicht. Aber wir werden jetzt dann gleich auch mal so ein bisschen auf den Werdegang eingehen, gucken, wie sich das Ganze eigentlich aufgebaut hat. Von daher großes, großes Welcome auch von mir. Ihr wisst, wie es gemeint ist, dass ihr heute hier seid. Und für all diejenigen, die euch vielleicht noch nicht kennen, holt doch die Leute einfach mal kurz ab. Was habt ihr davor gemacht, bevor ihr gestartet seid mit dem Online-Shop oder E-Commerce generell? Gerne, ich fange mal an. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe den Bachelor fertig gemacht und habe dann den Master angefangen. Und bei der ersten Prüfung vom Master habe ich mir gedacht, warum mache ich eigentlich das Studium weiter? Ich will gar nicht als Ingenieur arbeiten. Ich wollte schon immer so mein eigener Chef sein. Und habe dann beschlossen, meinen Master abzubrechen und mein Business zu starten. Und Janine war währenddessen Lehrerin, aber kannst du erzählen? Genau, also ich war verbeamtete Grundschullehrerin und ja, mir hat es dann auch gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich war wirklich super unglücklich in dem System und ja, ich habe mich dann gefragt, ob ich wirklich so bis zur Rente weitermachen möchte. Und das konnte ich auf jeden Fall mit Nein beantworten. Und dann haben Philipp und ich eben nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir online arbeiten können. Genau. Vielleicht hier ein Punkt. Also wenn du jetzt jemanden fragen würdest, willst du freiwillig bis zur Rente für, keine Ahnung, 2.000, 4.000, 3.000, 5.000 Euro arbeiten? Jeden Tag 9 to 5, sagt wahrscheinlich jeder, nee, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Ja. Wart ihr am Anfang skeptisch? War es für euch ein No-Brainer zu starten? Oder wo kam einfach wirklich auch diese feste Entscheidung bei euch her? Also wir waren auf jeden Fall skeptisch, natürlich, aber ich hatte einfach eine ganz gute Intuition, ein gutes Bauchgefühl und ja, aufgrund dessen haben wir uns dann auch dafür entschieden. Also ich meine, wer was anderes, was Neues im Leben wagen möchte, der muss eben auch was Neues mal austesten, ja, und probieren und genau. Deswegen. Was krass, ne? Ihr habt es ja vorhin gesagt, ich weiß es nicht mehr, was das, du Janine oder du Philipp, 3 Jahre ist es jetzt her und es war glaube ich auch Juli, wo ihr bei uns wart, das erste Mal. Ja, also ich habe mit dir das erste Mal Ende August 2021 telefoniert, das weiß ich noch, das war so fast 3 Jahre her. In einem Monat ist es 3 Jahre her. Und da waren wir gerade in der Toskana und ich habe mit dir gecallt und dann hast du mir so ganz nicht pushy im Sales Call sozusagen das Angebot gemacht, so mit wie viel kostet es, was kriege ich etc. Und dann so, ja, überleg gerne nochmal, spreche mit Janine und sowas, du warst da gar nicht so, dass du jetzt mir, ja. Ich war schon in anderen Vertriebscalls und die haben mir die Daumenschrauben angelegt, bis ich gesagt habe, nee, ich will nicht kaufen und dann immer nur, doch, du kaufst jetzt. Bei dir war das überhaupt nicht so. Und genau, du warst auch das erste Coaching, das wir gebucht haben tatsächlich. Wir haben danach noch viele andere Coachings gekauft in anderen verschiedenen Bereichen, aber du warst das Erste. Wir haben sehr viel einfach lernen können, um zu starten, haben das Business dann auch relativ schnell auch starten können. Am Anfang war es natürlich nicht leicht, also du hast auch ganz transparent gesagt, am Anfang investiert man erstmal, man bringt es zum Laufen, aber so nach dem 3. oder 4. Monat, glaube ich, waren wir schon profitabel. Das war jetzt nicht, dass das jetzt, keine Ahnung, 5-stelligen Betrag im Monat abwirft von Anfang an, aber es entwickelt sich ja immer und irgendwann verdienst du halt dann mehr, als du im Job verdienen könntest und irgendwann verdienst du halt viel mehr, als du im Job verdienen könntest, wenn du halt immer weitermachst, Vollgas gibst, natürlich. Nicht jeder schafft es, das ist auch klar, aber wenn man Vollgas gibt und das für eine lange Zeit und immer neue Sachen lernt und auch bereit ist, Sachen zu investieren, dann denke ich, ist die Chance sehr hoch, dass man einfach Erfolg hat. Und das sieht halt, Folge im Business schaut halt ganz anders aus, wie jetzt ein klassischer Karriereweg, wo man einfach so Sprünge macht und sich hocharbeitet. Und als Unternehmer kannst du halt viel schnell viel mehr verdienen. Du hast da dafür auch mehr Risiko. Also du bist ja für dich selbst verantwortlich. Ja. Keiner zahlt dir einen Lohn jeden Monat, keiner sagt dir, was zu tun ist, sondern du musst einfach durchziehen und bist für dich selbst verantwortlich. Das ist zum einen Teil ein Segen und zum anderen Teil auch ein Fluch. Weil manche machen dann, ich krieg's ja auch mit, ich kenne andere Selbstständige, manche chillen halt dann mal ein bisschen, weil keiner schaut ja drauf. Dich ist ja keiner für dich zuständig. Aber wenn man Disziplin hat und durchzieht, dann funktioniert das schon. Jetzt weiß ich auch, wo mein Denkfehler herkam. Ich habe dir gesagt, 3 Jahre. Ich hatte 2 Jahre im Kopf. Aber eigentlich war der erste Call, also Bewerbungsgespräch, im August vor 3 Jahren. Mhm. Und ihr wart aber, glaube ich, im Juli vor 2 Jahren bei uns schon in Berlin zum Erfolgsinterview, richtig? Genau. Das war nämlich Sommer. Stimmt. Genau. So. Vor 2 Jahren waren wir bei dir im Erfolgscall und vor fast 3 Jahren sozusagen gestartet. Ja. Und ich glaube, am Anfang
ich glaube, wie lange habt ihr gebraucht? So 2 Monate, bis ihr den Shop online gehabt habt, im Endeffekt Videokurse auch durch und so weiter? Du, ich habe Vollgas gegeben. Ich glaube, der Shop war nach knapp einem Monat online und dann, ich glaube, der erste Umsatz war so nach 1 oder 2 Wochen, der erste Sale, da weiß ich noch, bin ich zu dir gelaufen. Wir haben einen Verkauf gemacht. Ja, so irgendwie 50 Euro oder so. Ja, ich weiß es noch genau. Ich lag nämlich schon im Bett und auf einmal kam Philipp reingestürmt. Wir haben unseren ersten Hoodie verkauft. Und ja, dann haben wir erstmal getanzt in unserer Wohnung. Okay. Und dann ging es los, ja. Aber eigentlich, ihr habt denn nicht viel, also da wart ihr sogar schneller als ich damals, bin ich ganz ehrlich. Erster Verkauf wird dann irgendwie Oktober oder so gewesen sein, schätze ich mal, roundabout. Ja, Oktober, genau. Und wann hast du deine Lehrerstelle gekündigt? War das Juli? Nach einem Jahr dann. Genau. Also Oktober ungefähr. Genau, also ich habe ein Schuljahr noch zu Ende gemacht. Ja. Genau, und das Schuljahr endet immer Ende Juli in Bayern und genau. Was hatten deine Eltern gesagt? Verbeamtete Stelle hinschmeißen, kündigen? Ja, das war natürlich... Ja, gute Frage. Das war natürlich erstmal ein Schock, ja, so kann man sich ja klar denken. Ja. Die Eltern sind natürlich froh, wenn die Tochter so einen sicheren Job hat für ihr Leben lang. Also ich muss schon ehrlich sagen, die waren wirklich erstmal geschockt. Aber jetzt mittlerweile finden sie es auch richtig cool und unterstützen uns einfach in allem, was wir tun, weil sie eben auch sehen, dass es funktioniert. Ja. Und meine Mama sagt selber, mit was für tollen Möglichkeiten wir einfach jetzt aufwachsen. Also was für Chancen wir auch haben jetzt, dass wir wirklich online uns was aufbauen können, weil sie damals die Generation, meine Mutter, die hatten halt gar nicht die Möglichkeiten. Ja, da gab es noch kein Internet. Und ja, man ist einfach wirklich selber blöd, wenn man das nicht nutzt. Ja. Bevor wir jetzt mal darauf eingehen, was euch dann ja, im Einkommen noch mal mehr hochkatapultiert hat, sage ich mal, unabhängig von Business, unabhängig von Shop, unabhängig von Ads und so weiter und so fort, was habt ihr die letzten 2 Jahre gemacht? Du meinst privat? Genau, also im Endeffekt... Ihr habt jetzt einen ganz anderen Lifestyle als vor 3 Jahren. Du warst in der Schule 9-to-5, du warst im Studium drin. Mhm. Was habt ihr jetzt privat, jetzt mal unabhängig von Business, sage ich mal, die letzten 2 Jahre gemacht? Mhm. Also unser Traum war schon immer, dass wir einfach um die Welt reisen können, weil du auch vorher gefragt hast, ob wir skeptisch waren. Wir haben halt so diesen Traum gehabt, also so die Motivation hin zu einem Leben in Freiheit, einfach auf Bali sein, dort arbeiten, reisen oder in Thailand. Und das haben wir dann auch einfach gemacht. Also als Janine gekündigt hat, sind wir 2 Monate drauf nach Gran Canaria geflogen, weil es war unser erstes Ziel als Weltreisende sozusagen. Nice. Dann kamen wir zurück nach Deutschland und sind dann nach Bangkok geflogen, waren dann auf Koh Phangan, dann sind wir nach Bali weiter, also so die klassischen Hotspots für digitale Nomaden. Und das Leben ist halt einfach nur wahnsinnig geil. Also ganz ehrlich, ich liebe es einfach, irgendwo in Tropen zu sitzen. Es ist einfach wunderschön. Mega nette Leute dort, geile Kultur und du kannst halt super geil essen gehen. Und was halt auch positiv ist, klar, du kannst halt einfach viel billiger leben als jetzt in Deutschland. Hockst dann als Unternehmer in einem Land, wo du super gut leben kannst und kannst auch super Gas geben und viel verdienen und das ist natürlich einfach nur super cool. Deswegen machen das auch viele und ich glaube, jeder, der so ein Online-Business im Kopf hat, hat auch so einen gewissen Traum. Nicht jeder will jetzt vielleicht auswandern und eine Weltreise machen, aber ich habe viele, die wir halt kennengelernt haben, haben genau aus dem Grund halt auch ein Online-Business gestartet und das ist ja auch super mit vereinbar, weil du bist halt einfach nur in einer anderen Zeitzone, in einem anderen Land, aber die Arbeit, die du online tust, ist ja die gleiche, wie es jetzt in Deutschland sitzen. Und deswegen, also der Lifestyle, den möchte ich nicht wieder missen. Also jeder, der auch, den wir kennen und auch reist und währenddessen arbeitet, der sagt, wie soll ich denn wieder nach Deutschland ziehen und da fest sein? Also ich kann es sich nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie es möglich ist. Also einmal so raus, dann ist man schon so im Kopf auch so raus, weil man die Möglichkeit erkennt und hat. Und ja, mal schauen, was wir in Zukunft machen, wissen wir noch nicht. Aber jetzt ist erstmal weiterhin Reisen auf dem Plan. Vor allem, wie du ja vorhin auch gesagt hast, beim Essen, wir haben vorhin gegrillt, deswegen sitzen wir alle noch ein bisschen mit dickem Bauch hier. Janine hatte schon Angst, man sieht's. Dein Umfeld oder euer Umfeld hat sich ja auch maximal verändert, ne? Also früher, bei mir zumindest, bei euch wahrscheinlich auch, klassisch Angestellte oder Leute mit einem, klingt jetzt blöd, ist aber so ein relativ kleindenkenden Mindset. Und jetzt besteht dein Freundeskreis eigentlich primär selber aus Unternehmern, aus Selbstständigen, wie du vorhin gesagt hast, ne? Genau. Also man muss schon leider sagen, dass sich manche Freundschaften halt dann auseinanderentwickelt haben, weil ich habe halt dann super viel gearbeitet und bin halt am Wochenende nicht mehr Verein gegangen, sondern habe halt meine Freizeit dafür eingesetzt, dass ich weiter im Business vorankomme, weil ich halt einen Traum hatte und eine Weg-von-Motivation, also nicht in diesen klassischen Job zu müssen.
An den muss man ja hingehen, wenn man es nicht schafft und nicht sich ein Einkommen aufbaut. Deswegen einfach nur Vollgas war da angesagt. Und dann war es halt das Verständnis manchmal nicht da, ja, warum ich jetzt am Wochenende keine Zeit habe und etc. Und dann sind wir auch nur im Ausland und dann hat man sich halt ein bisschen distanziert leider, aber im Ausland hat man halt super coole neue Freunde kennengelernt, mit denen ich auch meistens jetzt auch im Bereich Marketing zusammenarbeite, das ist ganz witzig. Genau, und das sind halt auch meistens Unternehmer und man hat halt dasselbe Mindset, dasselbe Denken, also die wollen auch viel arbeiten, vorankommen, sind aber auch super gesundheitsbewusst, also wir gehen dann zusammen ins Gym, zum Eisbaden oder sowas, ja. Und dann hat man gleich eine tiefe Connection von Anfang an. Ja. Und also hat man hat den Umkreis, in dem man sich halt dann sozusagen bewegt. Klar, auch wenn man auswandert, ist ja klar, dann hast du neue Leute um dich, aber der hat sich schon stark geändert, seitdem wir uns selbstständig gemacht haben. Ich sage auch immer, man muss auch oft etwas Altes gehen lassen, damit was Neues entstehen kann. Ja, also zum Beispiel mir ist es auch extrem schwer gefallen. Also ich habe noch mehr alte Freunde als Philipp. Vielleicht ist das auch so ein Frauending. Liegt es doch an dir. Ja, mir fällt es halt schon schwer, alte Freundschaften auch gehen zu lassen. Aber mir ist schon bewusst geworden, also mit manchen macht es dann einfach keinen Sinn mehr. Ja? Also wenn kein gegenseitiges Interesse oder kein Verständnis da ist, also von beiden Seiten, dann macht es halt einfach keinen Sinn. Aber man lernt eben auch so viele tolle neue Leute kennen und knüpft sehr schnell tatsächlich auch so tiefe Freundschaften. Also mit Leuten, die wir aus dem Ausland kennen. Wir treffen uns einmal und wir reden gleich auf einer ganz anderen Ebene. Das ist halt einfach mega schön. Also hier auch wichtiges Learning von den beiden. Wenn ihr mir immer nicht glaubt, es ist ja nicht Sinn und Zweck des Lebens oder so sehe ich das und du glaube ich auch, Philipp, dass du 365 Tage im Jahr, 10 Stunden am Tag nur am Strand sitzt, Kokosnuss schlürfst und vor dich hingammelst eigentlich. Sondern es ist halt wirklich das, was die Deutschen Work-Life-Balance nennen, aber eigentlich nie hinbekommen, das ist Work-Life-Balance. So, im Endeffekt wärst du jetzt in der Position, wo du dir eigentlich aussuchen kannst. Du haust dir eigentlich noch mehr Arbeitspensum rein, als du müsstest. Aber rein theoretisch kannst du dir aussuchen, mache ich jetzt 3 Stunden am Tag, mache ich 10, mache ich 5 oder 6. Du machst es so, wie du Bock hast. Und diese Balance zu finden zwischen, ich habe auf der einen Seite den Lifestyle, der mir Spaß macht, wo ich diese Träume oder auch diese Vision, die du hattest, irgendwo verwirklichen kann. Und auf der anderen Seite aber nicht nur rumgammel, sondern mir was aufbauen, auch Gas geben. Und ich glaube, das ist auch das, was Zufriedenheit irgendwo reinbringt, glaube ich auch bei euch. Ja, total erfüllend. Also erstens im Business Gas zu geben, man lernt, man wird ja auch, sag ich jetzt mal, härter, weil man viel auf die Fresse bekommt einfach. Muss man einfach schon mal so sagen. Ja. Also du hast halt viel mehr Schmerz als ein normaler Angestellter, weil wenn es bei dir halt irgendwas schief läuft, dann bist du mit deinem Geld da drin und du mit deiner Zeit und du mit deinen Nerven und als Angestellter sagst du ja, okay, die Firma gehört mir nicht, so, also ich krieg trotzdem meinen Lohn und das ist schon nochmal härter, aber da entwickelt man sich halt auch extrem weiter, ja. Im Kopf und einfach mental und physisch und ja, was, jetzt habe ich den Faden verloren bei der Frage. Kannst du ich habe dir so machen? Aufmerksam zugehört, dass ich die Frage vergessen habe. Aber es ging um das Thema Work-Life-Balance. Ach, Work-Life-Balance, genau. Erfüllung. Genau, das ist halt super füllend. War wirklich gerade so. Und aber wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, sich aussuchen kann, mit was man arbeitet und schon gut verdient, klar, dann kann man sich auch ein bisschen mehr freinehmen. Aber bei mir steht das halt nicht auf dem Zettel, weil ich halt noch größere Ziele habe und weiterkommen will. Aber ja, man kann sich halt super freinteilen. Also ich gehe auch mal in der Früh ins Gym oder mittags, wenn ich einfach sage, jetzt habe ich gerade einen Call gehabt, ich brauche jetzt eine Pause, ja. Gehe 2 Stunden ins Gym, da fragt mich keiner halt, wo warst du jetzt 2 Stunden? Und dann arbeite ich halt bis 11 abends durch, das ist mir dann auch egal. Aber ich kann mir halt aussuchen, wann, was und wo ich es mache. Und das ist ja so die örtliche Freiheit, die zeitliche Freiheit und finanzielle Freiheit. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles drei schon habe, also örtlich auf jeden Fall, wir können hinreisen, wo wir wollen. Aber das andere zwei, klar, man kann dann mal mehr aufs Gas drücken, mal weniger, man kann es sich aussuchen. Also das ist schon, sag ich mal, ein sehr geiler Lifestyle. Also ich bin, wenn ich jetzt mit früher vergleiche, mit jetzt, ich bin viel glücklicher. Mhm. Auch wenn ich mehr arbeite als früher. Man muss einen Punkt mal ganz klar, am liebsten würde ich jetzt 2 Minuten Pause machen, damit wirklich jeder ganz genau aufpasst, rausstellen. Wir werden auch gleich noch Sachen sagen, was ihr jetzt noch zusätzlich macht zu dem Online-Shop. Aber Fakt ist, ihr habt roundabout irgendwo im Durchschnitt 15.000 Euro netto, sagen wir mal zwischen 10 und 20. 20 ist ja so ein bisschen das nächste Ziel, was Janine vorhin erzählt hat. Mhm. Ich war damals angestellt in der Sparkasse. Ist kein Scheiß. Kann man sogar nachgucken in Bilanzen und so weiter und so fort. Der Vorstand war so der höchste vom Verdienst her. Kannst du nachgucken in den Bilanzen, was die verdient haben. Die hatten 500.000 Euro brutto. Mhm. So, wenn du dir das runterrechnest, da sind es ungefähr 40.000 Euro brutto im Monat.
Und die Hälfte bleibt übrig, das sind 20.000. Die Leute müssen knapp 100 Stunden die Woche arbeiten. Die haben Verantwortung ohne Ende, die haben Druck ohne Ende. So blöd das klingt, ihr seid vom Einkommen ungefähr gleich mit dem, was ein Verfickter, lassen wir jetzt drin, ist egal. Ich nenne es auch die Bude nicht, den Laden nicht, aber ein Bankvorstand in Deutschland verdient, und das ist massiv. Und ihr reist um die Welt, ihr habt Spaß, ihr baut euer eigenes Ding auf. Also dieses Verhältnis ist brutal einfach. So, und bevor wir es gleich zum Business übergehen, weil die Frage hatte ich von vorn noch, für all diejenigen, die auch so ein bisschen reiseverrückt sind, gerne unabhängig voneinander beantworten. Was waren oder was sind eure drei Favorite-Länder und warum? Zu Anfang. Also mein absolutes Lieblingsreiseland ist auf jeden Fall Thailand. Gerade die Koh Phangan, Koh Tao, also die Inseln. Einfach, weil dort so viele digitale Nomaden sind und der ganze Lifestyle, den man da hat. Also so eine Leichtigkeit habe ich eben an noch keinem Ort verspürt. Das Gleiche ist es mit Bali, also auch aus dem Grund, weil da so viele digitale Nomaden sind. Die ganzen Angebote ist einfach Wahnsinn. Und die Natur, die Leute sind super nett. Und was mir auch noch, also in Europa sehr gut gefällt, ist auf jeden Fall Madeira. Ja, auch eine richtig, richtig tolle Insel. War ich noch nie. Ganz tolle Natur. Ja, super. Also könnte ich sofort wieder hinreisen. Und ganz klassisch Mallorca auch noch. Ja, einfach Spanien. Was ist jetzt auf Platz 3? Madeira oder Mallorca? Oh. Also Platz 1 war ja Thailand / Koh Phangan. Ja. Platz 2 war Bali. Bali, ja. Würde ich sagen... Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Na gut. Ich sag Madeira. Dann sagen wir M&M. Okay, dann sag ich Mallorca. Kommt halt immer darauf an, was man möchte. Es ist halt super unterschiedlich, ja. Also ich habe jetzt auch gesagt, wir gehen das nächste Jahr auch wieder nach Bali und dann Thailand. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ja, ich will gleich länger bleiben. Und wir haben so geplant, 6-7 Monate insgesamt dann in Asien zu sein. Und ich dachte mir, ja, warum nicht länger? Aber nach 6-7 Monaten Asien, letztes Mal war es auch so, da dachten wir, es wäre schon mal so der europäische Standard mit einer guten Infrastruktur und einer gescheiten Kanalisation auch mal gut. Und dann hat man auch wieder Bock auf Mallorca oder, keine Ahnung, Österreich oder halt die Heimat, Bayern. Genau, aber ich würde auch sagen, Koh Phangan ist so Nummer 1. Das war irgendwie so absolute Leichtigkeit, dass wir da waren. Also super positives Leben. Bali war ich auch sehr cool. Aber ich würde Platz 2 Mallorca geben und Platz 3 dann Bali. Wenn ihr auf die letzten 2 Jahre zurückblickt, viele Länder, viele Strände, viele Reisen, gibt es irgendeinen Moment, irgendein Erlebnis, irgendwas, was besonders hängen geblieben ist? So eine Art Favorite? Oder war einfach alles geil? Erlebnis? Ja, kann das sein, dass man irgendwie, was weiß ich, ein besonders schönes Land, einen besonders schönen Strand, ein besonders schönes Erlebnis hatte? Whatever, Heiratsantrag ist bei euch schon durch, das wird nicht passiert sein. Nee. Wobei, ich glaube, wir hatten ja sogar mal einen Call, hast du da nicht... Ist da nicht deine Family sogar nach Thailand gekommen, als ihr deinen Geburtstag gefeiert habt? Geburtstag, ja. Nach Koh Phangan sogar. Ja. Ach, da waren alle, meine Eltern auch da. Da waren alle in Koh Phangan und das war richtig, richtig schön. Ja. Das war cool, genau. Das ist ein besonderer Moment. Genau, das war... Genau. Das ist die Frage für mich. Die Frage gut beantwortet, ja. Aber was zum Beispiel mir auch sehr gut gefallen hat, wir waren zu meinem 30. Geburtstag in Dubrovnik. Dubrovnik? Also in Kroatien, mhm. Ja. Und das ist einfach richtig, richtig toll gewesen. Also da, das Wasser ist ja auch so klar und die ganze Gegend dort, also es war super schön. Das hat mir zum Beispiel... War ihr da auch feiern? Weil ich glaube, die Kroaten und die Serben, die feiern... Feiern waren wir dort nicht, aber okay. Ja, es war richtig toll. Also die ganze Stadt, Game of Thrones wurde ja dort auch gedreht und da sind wir dann auch... Also wir haben da viele coole Aktivitäten einfach auch gemacht. Das war so mein Geburtstagsgeschenk, gell? Von daher. Das war richtig schön. Das war ein cooles Wochenende. Ja. Aber ansonsten ist es halt echt so, also was ich auch sagen kann, was glaube ich viele einfach denken, die uns kennen, die denken, wir sind im Dauerurlaub, die denken, wir sind irgendwie in Thailand und machen irgendwie 3 Monate Urlaub und fliegen dann irgendwo anders hin und arbeiten wieder eine Woche und machen dann wieder 3 Monate Urlaub. Vielleicht, weil sie einfach halt das Leben da sehen, wenn sie es mehr sehen jeden Tag, keine Ahnung, denken sie an Urlaub. Wir haben ja jeden Tag dort einen Alltag, also wir arbeiten jeden Tag und machen jetzt nicht da und Ausflüge. Also ich glaube, wir waren mal auf 3 Monate auf Gran Canaria. Ich glaube, wir haben 3 Ausflüge gemacht in den 3 Monaten, weil wir halt schon mal davor da waren und schon viel kannten und einfach gesagt haben, hey, wir wollen jetzt Gas geben, haben eigentlich jeden Tag gearbeitet, waren halt immer spazieren am Strand, sind mal ins Wasser gegangen,
das war unser Alltag. Und da erlebt man jetzt auch nicht jeden Tag so wahnsinnig besondere Sachen. Aber man geht halt nicht in Deutschland vor die Tür und geht halt jeden Tag den gleichen Spaziergang, sondern wir sind halt immer in einem anderen Land, gehen halt durch irgendeine Stadt, wo wir gerade halt sind, durch oder am Strand, ja. schauen uns da einfach neue Sachen an. Und das ist halt super entspannt für uns, weil das halt am Meer ist, einfach sehr gerne spazieren gehen jeden Tag. Und dann jeden Tag was Neues entdecken, ist halt mega cool. Das ja. ist halt viel aber das ist halt nichts Besonderes an sich, aber das ist für uns halt schon etwas Besonderes, was Neues zu erkunden und dann einfach spazieren gehen zu können. Ja, eben einfach diese Abwechslung zu haben. Ja, du läufst jetzt, also in Deutschland, das war ja immer die gleiche Umgebung und so wechseln wir halt schon öfter den Ort und dann, selbst wenn wir dort schon waren, aber du hast halt trotzdem immer andere Eindrücke und die Orte ändern sich ja auch, ja, da entsteht ja auch Neues. Zum Beispiel jetzt gehen wir ja auch wieder nach Bali und nach Koh Phangan und ich bin mir sicher, dass das diesmal auch wieder ganz anders wird, ja, als davor. Also ich glaube, es wird auch richtig cool, aber dort entstehen ja dann auch neue Restaurants, neue Sachen, die man entdecken kann und ja, freue mich schon wieder. Langweilig wird es nicht. Langweilig wird es nie. Nee. Ja. Und hier vielleicht auch jetzt zum Abschluss, um so ein bisschen das, nicht Rätsel zu lösen, aber was Philipp jetzt noch macht, an der Oberfläche angeschnitten. Ich greife einfach mal ein bisschen vorweg. Aber by the way, genau, hier auch noch ein Hinweis, weil sich viele immer denken, ja, eine E-Com-Brand ist was Kurzfristiges. Ich spreche jetzt den Namen nicht aus, auch wenn es mittlerweile genug Pseudo-Copycats gibt, die versucht haben, Teile von euch zu kopieren. Im Endeffekt, gelauncht habt ihr die im, was war's, Oktober? Jetzt haben wir, scheiß Mücken hier, jetzt haben wir Juli, also knapp 3 Jahre gibt es eure Brand eigentlich. Mhm. Die Brand habt ihr immer noch am Laufen, aber hier ist der King of Ads. Philipp ist mittlerweile so gut geworden beim Schalten von Ads, dass er mittlerweile teilweise auch, ja, ist eine Art Dienstleistung, sage ich jetzt mal, unter anderem auch für andere Online-Shops Ads schalten anbietet. Und so smart, da sieht man auch mal, wie gut man sein Wissen, seine Skills mit skalieren kann, wenn man sie mit drauf hat, hat teilweise auch eine, ja, kann man sagen, eine Umsatzbeteiligung mit drin. Mhm. Und so kannst du dein Wissen, und hier auch nochmal der Hinweis, ne, wie du gesagt hast, ihr seid am Anfang, das erste Coaching war bei uns, dann hast du natürlich dich noch weiterentwickelt und dir noch mehr Wissen reingeholt, noch mehr perfektioniert. Mhm. Aber so kannst du deine Skills halt nicht nur mit dem eigenen Online-Shop irgendwo monetarisieren, sondern auch noch mit Beteiligungen und so weiter und so fort. Also richtig nice, Props da auch an euch. Richtig smart gemacht einfach. Richtig smarter Move auch. Mhm. Und so kann man dann auch, muss man auch noch mit dazu sagen, natürlich, wir wollen auch transparent sein. Die beiden sind nicht mehr, kann man sagen, in Deutschland ansässig. Das heißt, wenn man nicht mehr in Deutschland ist, zahlt man auch einen Ticken weniger Steuer. Nichtsdestotrotz, ob Vor- oder Nachsteuer, 15.000 Euro Gewinn im Monat, muss man erstmal schaffen. Von daher richtig, richtig nice. Und jo, ihr seht, die beiden sitzen nach 3 Jahren immer noch hier. Mittlerweile kann ich, glaube ich, so offen sagen, nicht nur einfach Menti, sondern eine Freundschaft entstanden. Ich würde sagen, auch eine recht gute, wenn ich uns jetzt nicht zu hoch in den Himmel lobe. aber ja, neben geilen Ergebnissen, 2 richtig geile Menschen, meine ich auch genauso, wie ich das sage, ihr wisst das auch, an beide. Und ja, von daher, nehmt euch ein Beispiel, lasst euch inspirieren, lasst euch motivieren. Und wenn ihr euch was Ähnliches oder das Gleiche aufbauen möchtet, bewerbt euch gerne genauso für die Masterclass. Wie Philipp das vorhin auch gesagt hat, bei uns ist es nicht pushy, bei uns ist es wirklich ein Kennenlernen. Und wenn du dich entscheidest, genau das Gleiche oder was Ähnliches aufzubauen oder aufbauen zu wollen wie die beiden, dann machen wir das Gleiche auch mit dir. In diesem Sinne, vielen Dank an euch. Danke, Basti. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut zusammen. Ciao, ciao.